Viele Länder setzen auf Kernenergie, jetzt auch wieder Frankreich und die USA. Und die EU-Kommission, die klassifiziert Kernenergie ja jetzt sogar als grüne Energie. Wo stehen wir da doch bei Uran? Und sind Aktien von Uranproduzenten gute Investments jetzt? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Einschätzung und die Wahrnehmung von Kernenergie, das verändert sich ja ständig. Ich habe neulich schon darüber berichtet, in meiner Kindheit und in meiner Jugend, da gab es teilweise ja wirklich noch die Vision, dass wir in Zukunft Autos fahren werden, die einen eigenen kleinen Kernreaktor haben. Und ich habe nochmal nachgeschaut, das gab es ja auch schon viel früher, in den 50er Jahren. Also Prototypen hat es gegeben für solche Autos. Hier zum Beispiel der Simca Fulgur, atombetrieben mit einer Reichweite von 6000 Kilometern. Oder der Ford Nucleon aus dem Jahr 1957 im Heck mit einem kleinen modularen Atomreaktor. Der treibt da eine Dampfturbine an, die erzeugt Strom und die treibt wiederum den Motor an. Und die Passagiere sitzen absichtlich relativ weit vorn wegen der Strahlung. Die Bilder hier, die sind aus einem schönen Artikel von Edison Media, der heißt 1 Million Kilometer ohne Ladepause von Carlos van de Veya. Und hier außerdem noch ein Cadillac, den man mit einem Thoriumreaktor dann betreiben wollte. Das ist noch gar nicht so alt. Das Modell ist nämlich aus dem Jahr 2009. Damit hätten wir bei den strombetriebenen Autos natürlich das Reichweitenproblem auch gelöst. Und Tesla und die anderen sehen da auch ganz schön alt aus neben sowas. Jetzt brauchen wir nur noch die Autos auch noch dazu, die dann auch 1 Million Kilometer lang halten. Das waren noch Zukunftsvisionen und nicht so ein Metaverse-Quatsch. Und damals war das Wort Zukunft ja auch wirklich noch positiv besetzt. Und hier dann noch ein Bild von einem mittleren Auffahrunfall mit so einem Auto in der Innenstadt von Köln. Aber Scherz beiseite, natürlich, Kernenergie ist hoch umstritten nach wie vor, aber das ist heute nicht unser Thema, sondern wir fragen uns eigentlich nur, wie steht es um die Kernenergie gerade und was könnte das heißen für den Uranpreis und für die Aktien von Uranproduzenten? In meinem Video im April, da habe ich noch gesagt, seien Sie jetzt vielleicht nicht zu euphorisch für Uran. Es war damals bei $30. Ich habe aber gleichzeitig auch gesagt, dass ich es schon so bei 40, $50 sehen würde die nächsten Jahre. Und das hat es dann ja auch geschafft. Hier ist der Einjahreschart für ein Pfund Uranoxid von der Webseite von Trading Economics. Wir haben vor allem im Sommer, im September, einen starken Kursschub dann bekommen, also von 30 auf über $50. Allerdings, das war es dann auch erstmal. Also die Berichterstattung über Uran ist ja immer noch sehr positiv, das hat dann aber jetzt nicht mehr so viel geholfen. Das Hoch war schon erreicht im September. Seitdem geht es wieder leicht abwärts, jetzt sind wir bei knapp unter $45. Das Ganze ist Teil von einer längeren Erholung. Hier haben wir den 5-Jahres-Chart. Die Talsohle war erreicht 2017-18. Es geht also schon seit ein paar Jahren wieder aufwärts. Und der Kurssprung im Herbst, dann, der war davon dann erstmal der Höhepunkt. Es hat aber auch schon ganz andere Preise gegeben. Das ist jetzt hier der 25-Jahres-Chart. Also vor der Finanzkrise, da hat es eine Wahnsinns-Rallye gegeben bei Uran, fast bis auf $140 in kürzester Zeit, kann man sagen. In der Finanzkrise ist die zusammengebrochen. Das war sicherlich auch eine Übertreibung damals. Kam aber auch dadurch, dass das Uran, das Russland auf den Markt gebracht hat, damals aus der Verschrottung von seinen Atomwaffen, dass das langsam zu Ende gegangen ist. Nach der Finanzkrise hat sich der Kurs schnell erholt bis März 2011 und da war dann Fukushima. Und dann ist der Uranpreis eben auch jahrelang nochmal stark runtergegangen. Und darum sagen die Uranbullen im Moment, naja, die Erholung bis jetzt, das war ja noch gar nichts, da ist schon noch Luft nach oben. Was spricht für Uran? Natürlich, dass viele Länder sich jetzt eben doch nicht verabschieden aus der Kernenergie, sondern im Gegenteil, dass sie sie zum Teil noch stark ausbauen wollen. Allen voran China.
Wie schon erwähnt in diesem letzten Video, in China laufen zurzeit Reaktoren mit einer Leistung von ungefähr 50 Gigawatt. Das soll erweitert werden auf 70 Gigawatt bis 2025 und auf 150 Gigawatt bis 2035. Also in den nächsten 13, 15 Jahren ein Zubau von fast 100.000 Gigawatt. Im Vergleich dazu, ein Kraftwerksblock, so wie in Gundremmingen oder Biblis, hat eine Leistung von 1.200, 1.300 Megawatt. Das wären jetzt also zusätzlich von der Leistung her nur in China nochmal 70 bis 80 von solchen Kernreaktoren, wie wir sie kennen aus unseren Kernkraftwerken. Weil China eben Klimaziele verfolgt, weil es mit einem deutlich steigenden Stromverbrauch rechnet, weil es ja auch das Elektroauto durchsetzen will und weil aber 57% vom Strom in China immer noch aus Kohle gewonnen werden. Und von der will man ja wegkommen. Und was China betrifft, kurz noch einen anderen Hinweis. Ich habe neulich ein Video dazu gemacht, dass die Covid-19-Eindämmungspolitik in China, dass die ja im Moment als Risiko gesehen wird für die wirtschaftliche Erholung da und als Risiko für die Aktien auch aus dem chinesischen Tourismussektor, Hotelsektor, Restaurantsektor und so weiter. Die sind ja auch teilweise wieder stark unter Druck gekommen die letzten Monate. Interessanterweise, genau in den Sektoren gibt es jetzt seit 2, 3 Wochen eine Erholung, relativ gut sichtbar, auch gegen den Gesamtmarkttrend. Und das ist auch der Grund dafür, warum Sie morgen von uns einen Zukunftsreport bekommen zu genau diesen Sektoren. Also was passiert da gerade? Haben wir da die Chance auf einen günstigen Einstieg und welche Aktien sind da interessant? Weil schlussendlich geht es da ja in China nach wie vor um einen riesigen Markt, der jetzt eben nur immer wieder lahmgelegt worden ist und ausgebremst worden ist. Und die Reports von uns, die sind gratis. Dieser Report geht morgen raus, wie gesagt. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach schnell noch dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut. Und auch beim Uranpreis ist natürlich der entscheidende Kurstreiber China. Es haben aber noch mehr Länder angekündigt, dass sie auf Kernenergie setzen werden. Indien zum Beispiel, dann einige arabische Länder. Polen will jetzt Kernkraftwerke bauen. Finnland. Und wir haben auch Russland. Russland, da will man ja sogar in großem Stil Wasserstoff produzieren mit Atomstrom. Auch für die westlichen Kunden. Ob das jetzt was wird im momentanen politischen Umfeld, das ist eine ganz andere Frage. Aber ein weiteres ganz großes Thema ist natürlich auch die Klassifizierung von Atomkraft als klimafreundlich durch die EU-Kommission. Und die Ankündigung von Frankreich, dass man auch da festhält an der Kernenergie und dass man da auch neue Kernkraftwerke jetzt bauen wird. Böse Zungen sagen, die sollen lieber die Kernkraftwerke, die sie schon haben, mal wieder funktionsfähig machen. Aber auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also es gibt ja nicht nur neue geplante Kernkraftwerke, es gibt auch alte, die irgendwann mal wahrscheinlich eben auch wieder wegfallen. Vor allem in Frankreich und in den USA. Und das sind ja zwei sehr große, wichtige Atomstromproduzenten. Aber wir haben eben jetzt in Frankreich das Bekenntnis auch zu neuen Kernkraftwerken. In den USA jetzt weniger, außer diesem kleinen 500-Megawatt-Kraftwerk von Bill Gates, das da gebaut werden soll. Aber was in den USA jetzt auch durch ist inzwischen, das sind 6 Milliarden Dollar an Fördergeld, mit dem die alten Kernkraftwerke länger in Betrieb gehalten werden sollen. Also auch dadurch jetzt eine zusätzliche Urannachfrage. Und dadurch kann man eben vermuten, dass die Urannachfrage jetzt steigt. Laut World Nuclear Association im Basisszenario von 62.500 Tonnen letztes Jahr auf 79.000 Tonnen im Jahr 2030 und sogar auf 112.000 Tonnen im Jahr 2040. Also kein Wunder, dass Uran auch gestiegen ist. Jetzt muss man eins sagen. Den Chart, den wir gesehen haben, das ist der Spotmarkt. Der Spotmarkt ist eng und das meiste Uran wird da nicht gehandelt, sondern das wird gehandelt in Lieferverträgen mit Festpreis.
Und der Preisanstieg im Herbst da, der ist höchstwahrscheinlich eben auch zustande gekommen durch Investmentnachfrage und spekulative Nachfrage. Zum Beispiel das Sprott Uranium Physical Uranium Trust, das ist ein Vehikel börsennotiert, das physisches Uran hält. Das hat letztes Jahr 13% vom gesamten Bedarf weggekauft vom Markt. Wirkt sich natürlich auch stark aus auf den Kurs. Auf der anderen Seite, auch das Angebot schrumpft. Wir haben 2016 noch eine Minenproduktion gehabt von 63.000 Tonnen, also ungefähr der aktuelle Bedarf. 2020 waren es dann nur noch 47.700 Tonnen. Und die Ausgaben zur Erschließung von neuen Vorkommen, die waren 2014 zwar 2,1 Milliarden Dollar, 2018 waren sie aber nur noch bei 480 Millionen Dollar. Ganz klar, weil die Preise ja unattraktiv waren. Das ist eine Grafik von Canaccord, eine Investmentbank aus Kanada, aus einer Studie von denen zu Uran. Die Minenproduktion seit 2011, die ist die letzten Jahre deutlich zurückgegangen von über 160 Millionen Pfund Uranoxid auf ungefähr 120 Millionen. Und das im Gegensatz dazu die Prognose für die Kraftwerkskapazität nach Ländern und Regionen bis 2035. Vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, würde ich sagen, aber okay, sie wird wahrscheinlich steigen. Und das dann am Ende die Prognose für Angebot und Nachfrage bis 2030. Nachfrage ist die steigende rote Linie. Beim Angebot haben wir die Produktion der bestehenden Minen in blau, dann Lagerbestände, Inventar in grau und dann so hellblau gepunktet, das ist Zusatzangebot von neuen Minen und wieder eröffneten Minen. Man ist also bei Canaccord schon durchaus der Meinung, dass von der Seite auch noch was kommt. Aber trotzdem, der Markt ist im Moment unterversorgt, was sich durch neue Minen dann verbessert, aber nur ein paar Jahre lang. Ab 2029 geht es dann wieder in die Unterversorgung. Und ganz wichtig, das neue Minenangebot, das würde auch nur dann kommen, wenn der Uranpreis nachhaltig steigt. Der aktuelle Preis, sagt Canaccord, der würde eben nicht reichen, dass so viel Produktion neu dazukommt, dass die Nachfrage da jetzt gedeckt wird in den nächsten Jahren. Dafür bräuchte man schon einen Preis von über 60 Dollar. Klingt also gut, wir hätten also noch Spielraum für höhere Preise. Und ich würde das so auch unterschreiben, aber doch mit gewissen Einschränkungen. Erstens, angebotsseitig, es gibt eben nicht nur neue Projekte, ganz neue Projekte, sondern wir haben auch eine Produktionskapazität von über 20.000 Tonnen pro Jahr von Minen, die jetzt nicht großartig neu erschlossen werden müssen, sondern die nur vorübergehend stillgelegt worden sind, die also relativ schnell doch wieder auf den Markt kommen könnten. Cameco hat jetzt zum Beispiel ja auch gesagt, sie nehmen die McArthur River Mine wieder in Betrieb, die größte Uranmine überhaupt. Und das heißt, diese Marktunterversorgung kurzfristig, die ist vielleicht doch nicht so hoch, wie das manche denken. Zweitens, die ganzen neuen Kernkraftwerke, werden die wirklich alle gebaut? Und bis wann vor allem auch? Also Planung, Prüfung, Bau und so weiter, das dauert ja alles ewig und bis die dann auch laufen. Und die letzten Jahre war es aber so, Windenergie, Solarenergie sind immer billiger geworden. Kernenergie im Vergleich dazu ist mittlerweile schweineteuer, vor allem im Westen ist das Verhältnis nicht besonders gut. Und dass man die Kernkraftwerke überhaupt bauen will, ist eben wahrscheinlich auch keine ökonomische Entscheidung, sondern eher eine politische wegen der Versorgungssicherheit. Aber je nachdem, wie sich die Technik überhaupt entwickelt, die nächsten Jahre, also vor allem eben auch Speichertechnik für alternative Energien, da kann es eben auch passieren, dass das eine oder andere Kernkraftwerk dann eben doch wieder abgeblasen wird auch. Und dann haben wir natürlich immer das Restrisiko auch, dass sowas wie Fukushima auch nochmal passiert und uns dann um die Ohren fliegt. Der große Vorteil vom Uranmarkt ist aber, wenn die Kernkraftwerke dann mal dastehen, dann laufen sie auch jahrzehntelang. Und da ist es dann auch völlig egal, ob das Pfund Uran dann 20 Dollar kostet oder 200 Dollar. Die brauchen das dann und die Kosten für die Kernkraftwerke und für den Bau und für den Betrieb und für die Infrastruktur, die sind so hoch, dass der Uranpreis selbst da so gut wie gar nicht ins Gewicht fällt. Und der zweite große Vorteil: diese Nachfrage ist dann auch konjunkturunabhängig. Also es ist auch egal dann für uns, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Wir brauchen uns auch über viele andere Themen keine großen Gedanken machen.
Wenn die Kraftwerke mal da sind, dann sind sie da und brauchen das Uran. Punkt. Insofern, ich bin kein totaler Uranbulle jetzt, aber es ist für mich schon ein Thema, das nicht abwegig ist einfach. Und es ist auch keine Spinnerei, sondern ganz im Gegenteil, der Markt, der muss vielleicht diesen kurzfristigen Anstieg im Sommer jetzt schon erstmal auch verdauen und abbauen. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass er wirklich überhitzt ist im Moment, sondern die Chance, dass die Preise jetzt mittelfristig weiter steigen nochmal, die ist schon da. Und ich würde sogar sagen, wir haben bei Uran sogar ein relativ gutes Chance. Risikoverhältnis im Moment. Es ist also nicht so spekulativ, das Ganze wahrscheinlich, wie viele denken. Das Spekulative sind dann eher die Uranaktien. Ich verweise dazu auf mein Video vom 20. September. Basisinvestment für mich ist immer noch Kazatomprom aus Kasachstan. Steht für 40% von der globalen Produktion. Die Produktion ist da konkurrenzlos günstig. Die sind hochprofitabel. KGV ist bei 18. Prognostizierte Dividendenrendite bei mindestens 4%. Das bietet zurzeit kein anderer Produzent. Die Aktie hat wieder korrigiert die letzten Monate. Es gab Unruhen in Kasachstan, die sind niedergeschlagen worden mit Gewalt. Ich glaube aber nicht, dass sich das so direkt auf Kazatomprom jetzt auch auswirken wird. Also einen gewissen Kasachstan-Abschlag wird es da immer geben. Ich finde aber nicht, dass die Aktie jetzt so spekulativ ist, wie sie immer dargestellt wird. Dann Cameco natürlich, der größte westliche Produzent. Die sehe ich ein bisschen skeptischer, die Aktie. Sie ist auch relativ teuer. Letztes Jahr waren sie auch noch defizitär, was ja auch nicht gut ist. Jetzt geht McArthur River wieder in Betrieb. Muss man sehen, wie das wird. Sie haben aber von dieser Meldung Anfang Februar nur ganz kurz auch profitiert. Und dann gibt es natürlich Dutzende kleinere Uranaktien, die natürlich spekulativ sind. Ein Beispiel von vielen, Paladin Energy, ein Explorer aus Australien, natürlich auch defizitär im Moment, Börsenwert ungefähr 1,4 Milliarden Dollar. Die sind mir allein darum schon sympathisch wegen ihrer wichtigsten Mine. Die heißt Langer Heinrich in Namibia. Langer Heinrich hat jahrelang schon produziert, ist 2018 stillgelegt worden wegen der niedrigen Preise, soll jetzt wieder in Betrieb genommen werden. Lebensdauer 17 Jahre, Spitzenproduktion 6 Millionen Pfund für mindestens 7 Jahre. Aber wie gesagt, das ist relativ spekulativ. Und abgesehen davon, in meinem letzten Video, da bin ich ja noch drauf rumgeritten, dass der Kauf von physischem Uran für Privatanleger eben nicht möglich ist, es sei denn, sie kennen Kim Jong-un persönlich. Darauf gab es zum Beispiel gleich mehrere Kommentare von Masha Hansen, die anscheinend Kernphysikerin ist. Die schreibt, an Uranylit und Uranoxid, da komme man schon ran. Außerdem hat sie auch Pechblende, das würde man in Sammlerkreisen handeln für ein paar hundert Euro. Man lernt nie aus. Und in Indien und Nepal, da sind jetzt sogar mehrmals Leute erwischt worden, die unter der Hand Uran verkaufen wollten für richtig viel Geld auch. Also wenn Sie demnächst mal wieder in Kathmandu oder Delhi über den Markt bummeln, dann bringen Sie doch ein bisschen mehr mit. Unsere anderen Zuschauer, die freuen sich ja auch drüber. Vielleicht entsteht ja hier in der Kommentarspalte jetzt auch noch so ein richtig schöner Zweitmarkt für waffenfähiges Uran. Natürlich nur zu Anlagezwecken, ist ja ganz klar. Ich freue mich aber auch über alle anderen Kommentare, selbstverständlich. Und natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Dabei auch die Glocke drücken, dann werden Sie auch benachrichtigt, wenn neue Videos da sind. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier in Zukunft auch mal öfter sehen würden. Und noch eine weitere Sache, denken Sie eben auch dran, dass Sie sich jetzt auch noch eintragen für unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report zu den Aktien aus China. Die Aktien, die Sektoren, die profitieren könnten von einer kommenden Lockerung dort, wann immer die auch kommt. www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.